Willkommen zum Short Review Review. In Battle Beasts, My Beasts stelle ich euch kurz eine Battle Beasts Figur aus meiner Sammlung vor. Diesmal Swiney Boar, das Warzenschwein, die 14. Figur aus der ersten Toyline-Serie von 1986. Sie stammt aus dem japanischen Hause Takara Tomy bzw. wurde von Hasbro weltweit vertrieben. Worum geht es eigentlich in Battle Beasts? Hier der damalige coole Werbetrailer. Battle Beasts, wool, fire, fire, burn, wool. Battle Beasts, fire, water, water, put out fire. Battle Beasts, water, wood, wood beats water. Battle Beasts, battle for the fun of it. Just activate their battle badges. I got fire, I got water, water beats fire. Battle Beasts, wood, fire, fire beats wood. Battle Beasts can grow into an army. Collect all 84. Battle Beasts. Battle Beasts funktionieren nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. In diesem Sinne, Feuer schlägt Holz, Holz schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. Während Hasbro die Beasts namenlos ließ, erhielten sie in Japan einen Hintergrund und wurden ins Transformers G1-Universum integriert. Deshalb wird auch von Beastformers gesprochen. Swiney Boar, der mächtige Warzenschweinkrieger, trägt in Japan den cooleren Namen Wild Thunder. Er gehört zu den Autobots und ist der Kaiser von Stoll, dem Kontinent Kantonia, auf dem Planeten Beast. Er kommandiert die Streitkräfte seines Anführers Pirate Leo. Was ich an den Battle Beasts so toll finde, sie sind für ihre Zeit eindrucksvoll detailliert, selbst bei der einfachen Bemalung. Seine Rüstung ist überall verziert und seine Gesichtsmaske hat etwas von einem Taucher. Er wird zwar als Landkrieger bezeichnet, könnte aber auch zu Wasser kämpfen. Was sagt denn das Rubbelsymbol? Seine Stärke ist Wasser. Sein goldener Speer, der auch eine Axt sein kann, ist ebenso eindrucksvoll. Hier kann es zu Variationen kommen, denn viele Waffen wurden golden bzw. vermehrt in grau hergestellt. Das war Swiney Boar, mein White Thunder, aus meiner kleinen Battle Beast Sammlung. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!